Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux, aktive Veränderungsmöglichkeiten unter Schrägstrich POS Schrägstrich Sys. Bisher haben wir das POS-Verzeichnis nur benutzt, um uns Informationen über bestimmte Kerneleigenschaften geben zu lassen. Im Verzeichnis POS Sys können wir aber auch die Einstellung bestimmter Kernelfähigkeiten verändern. Das geschieht dadurch, dass wir die gewünschten Werte in die Dateien schreiben, statt sie nur zu lesen. In der Regel handelt es sich hierbei aber nur um Dateien, die einzelne Werte enthalten, meist eine 1 oder 0, die einen wahr oder falsch repräsentieren. Ein einfaches Beispiel für diese Fähigkeit ist die Einstellung, ob unser Kernel in der Lage ist, als Router zu arbeiten oder nicht. Ein Router ist ein Rechner, der einzelne Netzwerkpakete von einer Netzschnittstelle zu einer anderen weitergibt. Ob diese Fähigkeit aktiviert ist oder nicht, erfahren wir, wenn wir uns den Inhalt der Datei process.net IPv4 IP-Forward ansehen. Wir schreiben also cat-pros-sys-net-ip IPv4-IP-Forward. Als Ausgabe bekommen wir eine 0, was so viel bedeutet wie Nein. Jetzt wollen wir unseren Kernel routingfähig machen. Dazu schreiben wir eine 1 in diese Datei hinein. Dazu bedienen wir uns nicht eines Editors, sondern einfach des Befehls Echo. Dieser Befehl gibt etwas auf die Standardausgabe aus, was wir aber dann in die gewünschte Datei umleiten. Und zwar mit Echo 1 größer als, also umleiten in die Datei /POS/SYS/NET/IPv4/IP-Forward. Keine Berechtigung. Um die Berechtigung zu haben, gebe ich ein SU und dann das Passwort und gebe den gleichen Befehl nochmal ein. Echo 1 größer als umleiten in die Datei POS SYS NET IPv4 IP-Forward. Und der Inhalt sieht dann wie folgt aus. So. Und schon ist der Kernel in der Lage zu routen. An diesem Beispiel wird klar, dass das POS-Verzeichnis auch zur Veränderung der Kerneleigenschaften geeignet ist. Im Großen und Ganzen sind alle Einstellungen unter POSSYS auf diese Weise variierbar. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.